Ein italienisches Restaurant in einer Sportgaststätte Vereinsheim. Hier drin ist tot. Schlechteste Schnitzel, wo ich je gegessen habe. Schmeckt mir überhaupt nicht. Der ist ungenießbar. Das ist ein pures Armutszeugnis. Ein gastronomisches Armutszeugnis. Würde deine Mama in Italia so eine Scheiße kochen? Mando! Diese Küche wurde mir vorgeschrieben vom Vorstand und vom Verein. Es ist dein Laden. Du machst hier drinnen, was du willst. Und dann schiebst du uns die Schuld zu. Was, ihr könnt nur draufhauen, draufhauen, draufhauen und draufhauen. Was wünschst du dir von mir für deine Familie? Dass wir wieder glücklich sind, das wünsche ich mir. Mitten im unterfränkischen Grenzgebiet zwischen Bayern und Baden-Württemberg braucht ein italienischer Gastwirt dringend Hilfe. Ich bin in Kollenberg, im wunderschönen Unterfranken. Und ich kann euch sagen, mega Gegend, mega Wetter, ich habe richtig Bock. Muss ich auch haben, denn Salva hat mich gerufen. Der betreibt hier ein Vereinsheim, also eine Gaststätte. Ja? Und irgendwas ist da im Argen. Was genau, weiß ich nicht. Was ich aber schon weiß, ist, dass sie große private Probleme auch dadurch haben. Und da bin ich, glaube ich, genau der Richtige. Guck ich mir mal an. Neben dem Sportplatz des TSV Kollenberg liegt das Restaurant mit dem einladenden Namen Amore Mio. Zu Deutsch, meine Liebe. Doch wirklich geliebt wird dieses Lokal nicht. Von 550 Vereinsmitgliedern finden nur eine Handvoll Sportler am Abend den Weg dorthin. Sportheim. Ja. Amore Mio, Trattoria Pizzeria. Ein italienisches Restaurant in einer unterfränkischen Sportgaststätte Vereinsheim. Oh, das ist ja hier auch schon wieder Begrüßung der großen Kultur hier. Na, hier werde ich kein Glück haben, der wird mich ja nicht hören. Die Tür ist da hinten zu, die Treppe. Mit Frank Rosin rechnet heute keiner. Aber Moment mal, da bewegt sich was. Komm mal runter! Hey! Siehst du, so begrüßt man mich. Ja? Danke. Bitte. Als Frank angekommen ist, mache ich unten die Tür auf von der Gaststätte und ich sehe vor mir ein unbeschreibliches Gefühl. Wie so ein Geschenk Gottes. Mann. Was ist los, mein Freund? Ist zu viel Problematik. Zu viel. Zu viel. Tag. Ich bin der Salva. Ich bin der Frank. Ich bin gelernter Koch, komme ursprünglich aus Sizilien. Ich bin verheiratet und habe eine kleine Tochter. Komm, wir gehen rein. Komm. Bitte. Für Salvatore, genannt Salva, ist Frank Rosin das größte Idol. Servus. Ja, servus. Ja. Ich bin rausgegangen und macht er zu mir, ich bin der Frank. Boah, das gibt's doch nicht. Dass ich das noch erleben darf in meinem Alter. Hi! Da stehst du noch erlebt. Ich bin der Schwiegervater von Salva und helfe ihm in der Küche, wie ich gebraucht werde. Der Gastraum bietet Platz für 40 Gäste. Doch so viele hungrige Esser hat der Wirt hier schon lange nicht mehr bekocht. Dabei hätte Salva in seiner 20 Quadratmeter großen Küche liebend gern wieder mehr zu tun. Was ist das Problem? Warum hast du mich gerufen? Weil wir auch mittlerweile finanzielle Probleme haben, ist klar. Wenn jetzt keine Hilfe kommen sollte, haben wir noch maximal ein paar Wochen. Hier drin ist tot, außer die Vereinsleute kommen hier rein. Höchste Eisenbahn für den Sternekoch und sein Team anzupacken. Pass auf, wir machen Folgendes. Kennst du die Sendung ne? Testessen. Ich habe keine Ware, ich muss einkaufen. Ich habe keinen Teig, ist klar, ich kann keine Pizza machen. Ich muss erst einkaufen gehen und irgendwas dann zaubern. Ich bin alleine. Ja, ist gut. Soll ich dir was sagen? Ich habe 8 Jahre mein Restaurant alleine gemacht. Ja. Küche und habe vorne noch bedient und die Bestellung aufgegeben. Also wenn ich die Vorbereitung hätte dafür, dann ja. Wir gehen einkaufen, du bereitest vor, Pizzateig ansetzen, La Paloma, Olé, und dann geht das jetzt hier los. Ich bin nicht hier hingekommen, um jetzt schon letztendlich sagen zu müssen, es klappt nicht. Okay? Ich bin hier, um zu helfen. Okay, also Eier hochbinden, alles zusammenpacken, Ofen an. Wenn du willst, dass dein Laden jetzt läuft, dann beginnt das jetzt. Jetzt sofort. Sofort.
Und du fang an mit dem hier alles holen für Teich holen. Wenn du nicht weißt, Google. Nette Leute. Finde ich super, super sympathisch. Aber jetzt schon anzufangen und zu sagen, oh nee, machen wir nur einen halben Gang oder gar nicht, jetzt geht's los. Ja, retten heißt hier retten. Ne? Wenn du ertrinkst, kannst du auch nicht einen Stöpsel holen und kannst sagen, im Meer, lass mir Wasser ablaufen, ne? Ich will jemanden retten. Nein, dann musst du ran an die Buletten und so, und wir retten jetzt. Und für diese Rettung ist erstmal eine Bestandsaufnahme nötig. Schau mal hier, das ist eine Eistruhe, wo man Speiseneis reinmacht. Eine Verkaufstruhe ist das. Eigentlich wollte ich gerade sagen, dass er doch ein ordentlicher ist und die Küche auch echt sauber ist, ne? Aber das ist echt eine Schweinerei. Spinat, Burger-Patties und andere Lebensmittel werden nicht vorschriftsgemäß in der alten Eistruhe gelagert. Auch der Gastraum entlockt dem Sternekoch keine südländischen Begeisterungsrufe. Im Gegenteil, der erste Eindruck ist ernüchternd. Da hat auch jemand bei den unterfränkischen Deko oben auf jeden Fall den zweiten, wenn nicht den ersten Platz mitgemacht. Hm. Das ist ja sehr, die Italiener sind ja sehr stolz auf ihre Tricolore. Aber guck mal hier, als wenn da einer drauf geschissen hat. Ja, ich sag mal, sehr stolz kann man da ja nicht sein. Und die Deko hier, weiß ich auch nicht, was das Gebammel hier soll. Und Amore mio ist ein Versprechen. Amore mio. Meine Liebe. Das muss aber eine komische Liebe sein. Da ist aber irgendwo hier. Ne? So. So, wie sieht's aus? Kommt der weiter? Ist der Teig angesetzt? Teig ist angesetzt, er ist auf dem. Ja? Damit er schneller geht. So, was hast du gelernt? Ich habe in Italien Koch gelernt. Aber hier drin. Ich wollte hier drin. Das ist nicht meine Küche. Diese Küche wurde mir vorgeschrieben. Vom Vorstand und vom Verein. Aktuell ist das Kulinarische in meiner Küche ein Querbeet durch, ist nichts. Ich war schon von Anfang an hier, das und das muss gemacht werden, ich muss alle Leute glücklich zufrieden machen. Nein, klein, aber fein. Ja? Man kann nichts hier drin machen vom eigenen Kopf, noch nicht um meine eigenen Ideen. Und dann kommt sowas raus. Pizza, Pasta, Schnitzel, was nicht dazugehören, Burger, ein wie so ein Chaos. Aber du kannst deinem Verpächter nicht sagen, du machst die Musik hier und die wird gefressen, was auf den Tisch kommt. Nein, weil ich mich jedes Mal streiten muss draußen, ja. Dann muss ich mit diskutieren, warum hast du den Rumpsteak raus, warum hast du die Nudeln raus, ja. Aber immer noch, ne. Immer wieder, wenn ich was machen will, wird hier drin diskutiert. Immer wieder. Was steht in deinem Pachtvertrag? Steht da drin, dass du das kochen musst, was die sagen? Nein. Na also, warum machst du das denn dann? Weil ich dann Angst habe, die kommen dann. Dann spricht sich dann so rum. Wir können einfach nicht mehr, es tut mir leid. Ich habe auch die Kraft nicht mehr. Ist doch Salz drin. Also wolltest du mir gerade sagen, dass du sehr unglücklich bist? Ja, sehr unglücklich, ja. Das ist eine totale Katastrophe. Ja? Und ich kann mich nicht mehr auf meine Arbeit konzentrieren. Ich muss mich für jeden Scheiß rechtfertigen. Sind wir krank? Ja? Man kann nicht in einem kranken Zustand hier drin arbeiten. Ja? Muss ich mich rechtfertigen? Warum? Kommt eine, auf mein Handy kommt statt, hey, wie geht's dir? Ist das Gaststätte heute auf? Es interessiert sich kein Bohne. Dann Anrufbeantworter. Ja? Hör mal den Anrufbeantworter, was gestern Abend. Wir sind hier Tränen gelaufen, meine Frau. Ja? Wo ist der Anrufbeantworter? Wir sind hier Tränen. Bitte. Wir sind die Tränen. Ja, deswegen habe ich mit Tränen. Und das ist nicht das erste Mal, dass sowas hier ist, ja. Wir waren letzte Woche krank. 5. Oktober, 20:27 Uhr. Fickt euch. Was hat die gesagt? Das ist doch mal nochmal, mach nochmal. Fickt euch. Keine Ahnung. Nur weil er krank ist und seinen Laden nicht aufmachen kann, sagt sie, fickt euch. Pass auf, jetzt machst du erstmal weiter. Ja. Du bist ein sehr, sehr netter Mensch. Ich glaube dir auch. Und jetzt werden wir die Sachen mal bei A anfangen, damit wir irgendwann bei über LMNOP zu Z kommen, okay? Ja, okay. Alles klar. Dürfte ich mich auch umziehen? Klar, kannst du dich umziehen. Klar. Ich muss da zu Hause, dann muss ich mich umziehen. Hast du die Nudeln abgesehen? Ich hab sie. Nein, ich bin nicht. Also, ich bin jetzt ein paar Minuten hier. Die müssen al dente sein, verdammte Kacke.
Im Moment ist mir alles zu viel, ja. Ja, alles. 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 Ja, alles.